Ja, wir befinden uns hier in einer Wohnsiedlung in Eil in Köln-Porz. Und zwar ist die Feuerwehr heute gegen 19.54 Uhr zu einem Feuer in einem Keller gerufen worden. Aufgrund der Anzahl der Notrufe und der Rauchentwicklung und dem ersteintreffenden Fahrzeug wurde ein Rückschluss gezogen, dass es sich hierbei um einen ausgedehnten Kellerbrand handelt, sodass kurzfristig die Alarmstufenerhöhung auf Feuer 2 durchgeführt worden ist. Bei Eintreffen der Kräfte wurde festgestellt, dass sich noch Personen in dem Objekt befinden. Und hier wurden durch die Feuerwehr 3 Personen über die Drehleiter gerettet. 2 Personen wurden über das Treppenhaus hinausgeführt. Das angrenzende Gebäude wurde einmal komplett begangen und kontrolliert und auch festgestellt, dass dort keine Personen mehr in dem Objekt drin sind. Zurzeit dauern die Löscharbeiten noch an, weil der Kellerbereich voller Sperrmüll steht, sodass wir uns für die Maßnahme entschieden haben, den Sperrmüll nicht vor Ort abzulöschen, sondern aus dem Keller herauszubringen und draußen vor dem Gebäude abzulöschen.